Aber sie haben mich geklatscht und das heißt, ah, die Synchronisation. So, genau, es war einfach nur mal zum Reinkommen. Ole, welche Bedeutung spielt denn Social Media für den Journalismus in Deutschland aktuell? Eine sehr große. Was wäre der deutsche Journalismus ohne die Tatort-Twitterer am Sonntagabend? Also ganze Redaktionen müssten wahrscheinlich entlassen werden, weil die dann nur damit beschäftigt sind. Und deine persönlichen 2 Cent, wo geht die Reise hin? Was werden wir mehr erleben auf Social Media, was werden wir weniger erleben? Ich glaube, Redaktionen werden auf Social Media viel mehr auftreten, mit ihren Lesern auch wirklich ins Gespräch kommen, gucken, was Leute da interessiert, mehr ihre Inhalte auch den Leuten hinbringen, da wo sie sind. Ich glaube, wir werden davon mehr sehen. Wir werden weniger unbeholfene Versuche sehen. Man wird sich damit einfach arrangieren als neue Realität, dass man nicht mehr davon ausgehen kann, dass man die eine Plattform ist, zu der schon alle gefälligst hinkommen, sondern dass da jetzt andere Plattformen sind. Momentan wahrscheinlich dann Facebook, WhatsApp, YouTube, Snapchat in den USA ganz groß, oder? Wo man dann einfach auch präsent sein muss und sich auch ein bisschen auf die Spielregeln einlassen muss. Da muss man dann immer entscheiden, wie weit geht man da wirklich mit, wie gut ist das wirklich, was da passiert. Legendär sind dann ja die Zensurgeschichten von Facebook, die dann sagen, ja, bestimmte Sachen finden auf unserer Plattform nicht statt. Wenn ihr jetzt hier, weiß ich nicht, das Neon-Magazin postet das neue Cover und da sind Nippel zu sehen, und da muss man dann ganz genau aufpassen, wenn man das dann auf Facebook posten will, dann bevor sie dann einem den Account für ein paar Tage sperren, die Nippel rausretuschieren, gibt es natürlich gute Gründe zu sagen, so, hallo, geht's noch. Aber das wird, also wird ja nicht weggehen oder weniger werden, sondern im Gegenteil, das ist, wird zunehmen und bleiben. Ja, aber es ist ja nicht nur so, dass irgendwie es um Nippel geht, die wegretuschiert werden, sondern das Ganze läuft ja irgendwie ein bisschen subtiler. Die Leute haben ja in der Regel noch nicht mal eine Ahnung davon, dass irgendwie der Newsfeed nicht chronologisch angezeigt wird, sondern dass irgendwie quasi Algorithmen bestimmen, was man angezeigt bekommt. Das heißt also, was wir machen, ist ja eine sehr elitäre Unterhaltung. Ja, so. Und was beim Kunden ankommt. Im Newsfeed ist immer alles drin. Also der Algorithmus sortiert nichts aus. Also du hast schon richtig gesagt, der sortiert eine Chronologie. Das heißt, wenn ich mich jetzt irgendwie einlogge, dann kriege ich die wichtigsten Sachen der letzten Zeit, bevor ich mich das letzte Mal eingeloggt habe, wenn ich 2 Tage nicht da war, kriege ich das Wichtigste eher nach oben sortiert, aber der Rest ist da. Ich kann immer weiter scrollen und sehe dann alles. Mhm. Alle Seiten, die ich abonniert habe, alle Sachen, die meine Freunde jemals gepostet haben, ich muss nur weiter runter scrollen. Mhm. Das Aufmerksamkeitsbudget ist aber begrenzt. Ne? Also wenn ich mir jetzt sage, okay, ich nehme mir 10 Minuten Zeit und gucke, was das Wichtigste ist und wir lassen uns auf dieses Spiel ein, dass wir... Fotos deiner Freunde im Urlaub sind dann vielleicht wichtiger. Ja. Das stimmt, aber wenn man Leute dahingehend erzählt, dass sozusagen die News eben auch auf Facebook stattfinden und die Leute dann aber mit diesen News dort nicht konfrontiert werden, weil Facebook sagt, das sind aber die Urlaubsfotos schöner oder besser oder das aktuelle Instagram-Bild von Toni Kroos, was sich mehr interessiert. Hat der wahrscheinlich, ja. Die Frage ist ja, wer erzieht denn die Leser? Du bist gerade da, wenn man die Leser, wenn man die Leute erzieht, wer erzieht die? Nee, nicht erzieht, sondern wenn man sozusagen selber diese Kanäle mit der Art befeuert und bespielt und dem User somit suggeriert, ihr könnt uns dort auch lesen und ihr erfahrt alles, was wichtig ist, eben auch auf diesen Kanälen. So, ist das eine Dienstleistung oder ist das? Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich bin mir nicht sicher, ob das so stimmt. Und ich weiß auch nicht, was die Alternative wäre. Also man könnte natürlich sagen so, wir tun uns kartellartig zusammen und kehren Google News, Facebook geschlossen den Rücken. Sieht man ja, wie gut das funktioniert. Mhm. Und überlässt das dann irgendwie RT Deutsch oder Politically Incorrect oder wem auch immer. Mhm. Ist das eine Möglichkeit? Okay. Das heißt also, man hat eigentlich letztlich aufgrund der technologischen Entwicklung jetzt irgendwie gar keine Möglichkeit, eine andere Position einzunehmen, als erstmal ordentlich mitzumischen, oder? Das klingt schlimm nach alternativlos, oder? Ich glaube, also Leser erziehen oder Lesern vorzuschreiben, wo sie jetzt was bitte sehr dann irgendwie an Inhalten zu sich nehmen. Auf Erziehen will ich auch gar nicht so rumreiten, sondern es geht eigentlich wirklich eher darum, die Frage zu stellen, wo lassen wir Inhalte mit welcher Wertigkeit sozusagen stattfinden? Und wenn man irgendwie das Gefühl hat, man könnte jetzt auch... Hinter der Paywall. Alles Wertige hinter die Paywall. Ja, weiß ich nicht. Also ist die Idee schon sozusagen dem Leser so viel wie möglich... an eigenen Inhalten eben auf solchen Drittplattformen mitzugeben. Wie gesagt, das ist dann wird eine Einzelfallentscheidung sein. Die Frage ist, also ja, das Mitgeben. Bei den klassischen Formen, die Verlage momentan ja noch machen, das ist sehr textlastig, da wird man dann schon irgendwie noch so einen Klick brauchen, um diesen Inhalt komplett zu konsumieren.
Aber du sprichst natürlich was Richtiges an. Wenn es dann Richtung Video geht, da sagt YouTube dann, lad den ganzen Shit bei uns ab und mach das nicht bei dir auf der eigenen Seite mit eigenem Videoplayer, wo du mit deiner 20 oder 30 Sekunden Werbung Massen an Geld verdienen kannst, sondern mach das hier bei uns auf der YouTube-Plattform, wo die Einnahmen verschwindend gering sind. Und Facebook, die jetzt auch sagen, lad dein Video bitte direkt bei uns ab, das ist nämlich gut für die Nutzer, weil das Video lädt dann schneller und man muss nur einmal klicken. Sonst ist das Video auf Facebook, man muss zweimal klicken und es lädt vielleicht nicht so schnell und dann kann man auch sicherlich rausrechnen, dass Nutzer das toller finden, wenn das Video schneller lädt und schneller klickt. Und der Algorithmus wird es dann irgendwann auch bevorzugen, weil Nutzer das ja toller finden, wenn es schneller lädt und schneller. Und dann werden irgendwann die Videos, die direkt bei Facebook abgeladen werden, sehr wahrscheinlich, würde ich jetzt persönlich schätzen, also, ne, ahnt man so, eher oben erscheinen. Und dann ist die Frage, spielt man damit? Macht man da seine Videos ohne Nippel? Oder lässt man es bleiben und sagt so, nein, unsere Qualitätsvideos findest du nur bei uns. Als große Medienmarke, die der Spiegel ist, also ne, ich spreche auf keinen Fall für den Spiegel, das, ne, above my pay grade, way above. Aber als große Medienmarke wie der Spiegel ist man da wahrscheinlich noch eher in der komfortablen Lage, irgendwie auszuloten und zu gucken, wo macht man was und machen wir die Marke groß und machen bestimmte Sachen auf Facebook, bestimmte Sachen nicht. Und da haben wir aber eine andere Lage, hoffe ich, glaube ich, weiß ich nicht. Und aber je kleiner man wird und je weniger man schon eine Marke hat oder je weniger erfolgreich diese Marke ist online, desto eher wird man sich dann auf dieses Spiel einlassen müssen. Und glaubst du, das verändert auch die Inhalte als solche? Also würde das dementsprechend also ja, verändert Ich das den glaube, Journalismus? online verändert den Journalismus, weil man viel genauer weiß, wofür sich Leute interessieren, wann sie aus Texten aussteigen, wann sie aus Videos aussteigen. Und ich glaube, dadurch werden Videos und Texte besser. Und nicht flacher gleichzeitig, ne? Also es gibt ja immer diese berühmten Beispiele, irgendwie, man kann jetzt messen, dass Leute auch auf ihren mobilen Geräten gerne lange Texte lesen, die, wenn sie gut geschrieben sind und nicht platt, sondern komplexe, tolle Texte. Und dann hängen sie wie viel? 7,5 Minuten an einem Text an ihrem Smartphone und lesen den. Ist doch super, alles toll. Ich glaube eher, also das, glaube ich, lässt sich auch durch Zahlen dann belegen und messen. Es gibt so eine Aufspaltung in irgendwie so die großen, exklusiven, selber geschaffenen, tollen Dinge, wo man irgendwie dem ansieht, dass da Mühe hintersteckt. Das wird von Lesern honoriert, die finden das toll. Auf der anderen Seite gibt es so kleine, schnelle Sachen, Meldungen, Nachrichten, News, die so schnell wegkonsumiert werden. Und ich glaube, beides funktioniert sehr, sehr gut. Ich habe so meine Zweifel, ob so das Mittelding gut funktioniert, was in Zeitungen immer klassischerweise sehr gut funktioniert hat, so ein Mittelding. Ne? Nicht die kleine, doofe Meldung, nicht die ganz große, aufwendige Seite 3, sondern so ein Mittelding. Ich glaube, dieses Mittelding, Mitteldinger und so MeToo-Geschichten, ich glaube, die haben es schwer. Aber abgesehen davon, alles, viele Möglichkeiten, viele Chancen. Nie wurde so viel geguckt, gelesen und so weiter. Also toll alles. Welche Rolle spielt da die Community an sich für dich? Also der Leser, du sagst, klar, soll man den nicht erziehen, um Gottes Willen, das nicht, das wollen wir nicht. Wir wollen ihm mal was Geht auch gar bieten. nicht. Wir wollen ihn ja irgendwo abholen. Was mit Feedback und dergleichen, welche Rolle spielt das? Eine große. Welche Rolle spielt Feedback? Also bislang erleben wir es ja total selten, dass, also so wie ich habe zumindest den Eindruck, dass sozusagen Social Media Kanäle ja vor allem in erster Linie als Distributionskanäle angesehen werden. Aber es ist eben noch kein Feedback-Kanal in dem Sinne, dass man irgendwie wirklich gemeinsam auf Recherchereise geht und dergleichen. Glaubst du, das wird für alle eine größere Rolle spielen oder für sehr ausgewählte Medien, die genau darum halt irgendwie eine Geschäftsidee entwickeln oder? Ich glaube, zum Teil sieht man das schon. Also es gibt Projekte, Aktionen, wo man die Leser über Social Media mitnimmt. Gibt die Crowdspondents, die sich von ihrer Community den Auftrag holen, das Geld holen und Hallo, Kreuzmann. mit den Leuten losziehen. Ich glaube, wenn man sich irgendwie anguckt, was das Radio mit Social Media macht, oder? Also in den Morningshows und was auch immer. Selbstverständlich sind die Leser da als Feedback immer mit dabei. Wenn man sich anguckt, wie die Fernsehberichterstattung um den Tatort, das ist ja auch Twitter mit eingebacken oder so. Ich glaube, natürlich, das wird zunehmen. Ich glaube, auch Massenformate werden da so ein bisschen drauf gucken. Punkt. Okay. Du bist ja auch oft in Diskussionen darüber, welche Rolle die Homepage noch spielt. Was ist da so deine Mutmaßung? Artikel, Homepage, Social Media Feed, wie sieht da die Gewichtung für dich persönlich aus, so in deinem täglichen Medienkonsum? Wie Oh, ich steuerst du persönlich. sozusagen Medien Ja. an?
über meinen RSS-Reader. Eine arkane Geheimtechnik, Der ist wohl ausgefeilt, von oder? der heute keiner mehr was kennt. Ja, das vor allem auch, ich abonniere dann, also ich aggregiere erst Sachen, die dann gewichtet werden und das wiederum spiele ich mal als RSS-Feed aus in meinen Feed rein. Fantastische Technik. Nein, also das sind, wie konsumiere ich Sachen? Also ich persönlich tatsächlich selber so, aber ich bin natürlich da die absolute Ausnahme sehr wahrscheinlich und habt aber nebenbei natürlich dann auch irgendwie Twitter und Facebook und werde so auf Sachen aufmerksam. Aber gehst du regelmäßig auf tagesschau.de? Nein. Gehst du regelmäßig auf welt.de? Nein. Gehst du, nee, Bild? Ja. Ja, warum Bild? Weil es so schön bunt ist und die Sachen mich ansprechen, interessieren, emotional bin. Nein, ich gucke tatsächlich an, was die Bildzeitung macht. Ist Bild das bessere BuzzFeed in Deutschland? Völlig andere Inhalte. Also auch völlig andere Zielgruppe. Also, ja, nee. Nein, nein. Von der Also Technik? von der Technik. Ja, so von der So Anmutung, mit Aufbereitung Bild, von, ja. mit dem Flash-Player oben und den großen Bildern. Nein, also die Technik ist unterirdisch, was ganz anderes. Die Inhalte sind völlig anders, die Zielgruppen komplett anders. Also nee, nein, nein. Nee, weil ja jüngst irgendwie da der Vergleich gezogen wurde, ne? Ich glaube, es gab da eine Veranstaltung, wo es dann irgendwie hieß, ja, Bild und heftig und so, wären irgendwie quasi ähnliche Anbieter von Inhalten wie BuzzFeed. Ich glaube, sie appellieren an ähnliche Reize, aber ich glaube, nachher die Zielgruppe, also ohne jetzt da irgendwelchen Kollegen was vorwegzunehmen, aber ich glaube, die Zielgruppen sind sehr unterschiedlich. Guckst du eigentlich Fernsehen? Also das klassische Fernsehen So richtig natürlich mit nicht. Fernsehen? Nein, Nein, wirklich nicht. ich hab keinen Fernsehanschluss. Und Ich streame. Und wenn die Mediatheken das dann hergeben, dann gucke ich das auch. Oder wenn es mal irgendwie dann einen Livestream gibt oder so, oder sonst bin ich einer von. Binge-watching, oder? Binge-Watching. Ich habe gerade gelernt, der Ausdruck, die coolen Leute sagen nicht Binge-Watching, die Ach, sagen scheiße, okay. Suchten. Suchten? Suchten. Ja, aber das ist Eine weit, Serie weit suchten. unter. Ich, Okay. ähm, ich, ja, ähm, Oder ich bin, liest ich du, bin oder einer, was? ich Du bin liest einer, ihn wahrscheinlich, ne? ich Dann lese Bücher. sehr, ich unfassbar viel. Ich glaube, ich bin einer von einer halben Million glücklichen Netflix-Kunden in Deutschland. Oder mindestens eine halbe Million, oder? Weil Wahrscheinlich, ja. das natürlich super funktioniert und Okay. super günstig ist Aber und lineares total Fernsehen ist praktisch. überhaupt gar kein Thema für dich. Und guckst du in Ja, den. aber das, also das, Guckst du Nachrichten denn quasi in der Mediathek irgendwo? ich weiß, dass für viele Leute lineares Fernsehen ein total großes Thema ist. Für mich nicht. Also ich habe dann andere Arbeitszeiten oder andere Freizeitbedürfnisse und Und dann. eine nochmal nachgehakt, eine ganz persönliche Frage meinerseits. Spielt denn Fernsehnachrichten, TV-Nachrichten, spielen die eine Rolle für dich in der Mediathek? Guckst du dir sowas an? Guckst du das Journal? Guckst du irgendwie Tagesthemen, sonst was? Irgendwie Report Mainz, egal, irgendwas, was es gibt? Nicht regelmäßig, aber das spielt eine Rolle. Also die 20 Uhr Tagesschau hat ausgedient. Das interessiert mich meistens nicht. Tagesthemen noch eher, weil das andere Formate sind, weil da länger erzählt wird, weil der Korrespondent nicht nur irgendwie irgendwo vorsteht und sagt, ja, was man schon eine Stunde vorher gelesen hat, sondern weil da irgendwie auch mehr erzählt wird. Das spielt eine Rolle. Aber Nachrichten, so die klassischen, wir haben jetzt 20 Uhr, wir haben jetzt 12 Uhr, keine Ahnung, nö, überhaupt nicht. Okay. Mit Blick auf den amerikanischen Markt, gibt es da irgendwie ein extrem Lieblingsprojekt von dir gerade, wo du sagst, das ist irgendwie das Geilste, was es gibt? Das Geilste, was es gibt. Nee. Ich finde Fusion total interessant, weil die einfach auch gerade im Tech-Bereich irgendwie Leute gekauft haben, die ich toll finde und verehre. Und die haben, und die Seite sieht schön aus, das spricht mich total an. Das sollte für die dann irgendwie die rote Lampe angehen, weil dann ist die Zielgruppe offenbar nicht so groß und ob sich das rechnet, weiß ich nicht. Die finde ich toll. Okay. Mann, Disney schöne macht das, Sachen. oder? Disney hat Da ist Disney und auch ABC, Disney ne, mit oder? drin und genau. Ja, okay. Die haben Aber die irgendwie. Seite lädt so langsam, habe ich immer den Eindruck. Ja, Wirklich? wirklich, aber vielleicht liegt es auch an Mainz. Aus dem Netz von Kabel Deutschland in Hamburg ist alles in Ordnung. Okay. Genau, ich glaube, die hatten irgendwie noch so ein Fernsehnetwork rumliegen Ja. und überlegen, was machen wir damit? Ach, was Neues. Und wir verbinden mal klassisches Fernsehen, Broadcasting mit einer Webseite für Millennials und gucken mal, was draus wird. Tolles Experiment. Keine Ahnung, ob es funktioniert, aber ich lese das gerade alles sehr gerne. Gucken habe ich das bisher noch nicht so richtig. Ich glaube, die machen noch so ein bisschen rum an ihren Formaten. Ein paar gibt es auch schon. Aber so richtig gucken tue ich es, glaube ich, bisher noch nicht. Also das ist wieder dieses Lineare, da muss man was gucken und da muss man nicht. Und eine kleine Abschlussfrage an dich als ausgewiesenen Wirtschafts-Startup-Experten. Warum gibt es so wenig davon in Deutschland? So von diesen unglaublich tollen neuen Projekten, Ideen und so weiter, die umgesetzt werden Ja. könnten? Also es gibt in Deutschland ja tatsächlich viele tolle Ideen und Projekte, oder? Es gibt Du widersprichst mir vor laufender Kamera. Edition F zum Beispiel ist ein tolles, neues, interessantes Projekt. Die machen eine andere Art von Journalismus,
mehr, ich glaube, positiver. Habe auch eine Marktlücke gesehen, irgendwie Frauenkarriere ist irgendwie, ist meistens schwierig und wird komisch berichtet drüber, und die machen das irgendwie sehr intelligent und sehr schön, haben eine Geschäftsidee dahinter, wie sie dann irgendwie mit angeschlossenem Shoppingclub dann irgendwie auch Geld verdienen können und setzen auf eine Community und Maisons wie Mani. richtig, und haben Geld eingesammelt, jetzt mittlerweile auch von der Community, aber zum Start ja auch wie von Investoren, richtig, und sitzen dann in der Factory in Berlin neben Twitter und SoundCloud, und gibt's doch. Aber ich weiß, was du meinst, es gibt's nicht so viel, und ich glaube, es hat zwei Gründe. Ich glaube, ein wichtiger Grund ist der Werbemarkt, der in den USA ein ganz anderer ist. Ich glaube, da kann man online dann doch noch irgendwie einen Tick mehr Geld verdienen als in Deutschland. Das ist irgendwie, glaube ich, in Deutschland schwieriger. Ich glaube, in allen Ländern ist es leichter, auch zum Beispiel in der deutschsprachigen Schweiz ist es, glaube ich, einfacher. Und hier Sollten wir da zu, hingehen? wir sollten alle in die USA gehen, ja, weil da dann das Venture Capital auf uns runterregnet und wir in Las Vegas für 300.000 Dollar Steak essen gehen. Yeah, schöne Grüße an Shane Smith. Genau, Oder in heißt er Sean? Nee, Shane, ne? Shane. Ich weiß nicht, aber ein Kollege Smith von Vice. Genau, in der Wüste lassen wir uns dann Weigu-Rinder aus Australien braten. Das ist ein Grund. Und der zweite Ist Grund, Angst, oder? Fällt wirklich? das, ich weiß nicht, fällt das Wort Angst jetzt oder nee? Nee. Okay. Nee. Nee, ich glaube tatsächlich, wenn man, ich glaube, es hat eher mit Schmerz zu tun. Also wenn man, glaube ich, ein junger Journalist ist in Deutschland, der wirklich gute Geschichten erzählt oder der irgendwas beherrscht, gut mit einer Kamera umgehen kann, gut vor einer Kamera aussieht, oder einen Fachbereich hat, wie, weiß ich nicht, Pharmazie oder Tech, findet man einen Job. Also das mag jetzt irgendwie arrogant klingen, weil ich hier irgendwie im, aber ich, das ist wirklich so, oder? Also wer das, und das Leiden ist nicht so groß, dass die jetzt irgendwie alle auf der Straße sitzen und sagen, wir müssten mal, wir müssten mal. Und das ist das, ja, und das andere ist irgendwie, in den Verlagen gibt es auch, es gibt noch gute Seiten, wo toller Journalismus stattfindet. Es ist ja nicht alles schlecht in Deutschland. Also es gibt ja hier tolle, große, funktionierende Online-Redaktionen in fast jedem Haus. Und mal mit mehr, mal mit weniger Drive. Also ich glaube, also bei Spiegel Online hast du irgendwie über 100 engagierte, motivierte Leute. Irgendwie da kommst du in den Newsroom rein, irgendwie da ist ein Buzz, und wenn dann irgendwie, und da passieren tolle Sachen, und wir schicken Leute wohin, das ist ja alles irgendwie, das ist ja nicht, also dann kommen die Krautreporter und sagen, der Online-Journalismus ist kaputt. Und dann guckst du bei uns, glaube ich, aber auf die Seite und wirst wahrscheinlich auch was zum Merkeln und Kritteln finden, aber du wirst doch jeden Tag irgendwie fünf lange, tolle Lesestücke finden. Und von Korrespondenten aus irgendwie einem krassen Krisengebiet und Analysen, die dir irgendwie Sachen und kaputt? Weiß ich Ich nicht. glaube, das war das Signal, wir sind fertig, ne? Genau, da hinten wird der Online-Journalismus jetzt kaputtgeschlagen. Also, ne, das kaputt stimmt ja gar nicht. Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Ole. Martin, gerne.